Hallo meine Lieben, willkommen zu unserem Superhelden-Experiment. Wir sind heute nicht auf der Hasewiese, sondern wir sind heute im Sumpf. Und zwar mit meinem Super-Rasi, der nichts essen muss, nichts trinken muss, unendlich Ausdauer hat, unsterblich ist, keine Steuern zahlt, dafür nur pro Jahreszeit einen Tag hat. Oh, Schmiede freigeschaltet. Das passt ja. Ich habe jetzt schon mal Drax gefloschen, wollte ich gerade sagen. Weil ich mir gedacht habe, das kann ich jetzt auch schon mal ohne euch machen. Und zwar 166 Flachs habe ich jetzt mal eben gemacht. Jetzt haben wir 195 Flachs sein. Das Problem hier ist ja, dass ich jetzt Dünger und so einen Kram brauche. Also das letzte Mal, als ich gespielt habe, gab es dieses Update noch nicht. Jetzt wird ja Dünger und Samen gebraucht. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen umdenken. Und zwar haben wir hier eigentlich an Felder 30 Flachs, 21 Kohl, aber 0 Dünger. Das heißt, da müssen wir uns irgendwie was überlegen. Da ja das Essen nicht vergammelt, brauchen wir ja aber auch gar nicht so viel Essen. Jetzt gucke ich mal, Kohlsamen, haben wir da noch genug drin? Ich packe jetzt erstmal die Kohlsamen wieder rein. Flachssamen, haben wir da keine drin? Dann würde ich sagen, ich lasse hier mal so 50 Flachsamen hier. Den Rest werde ich verkaufen. Kann ich eigentlich schon kochen hier? Habe ich ja nicht schon die Taverne, fällt mir gerade ein. Habe ich die schon? Oh, habe ich auch schon. Das Suppe kochen kann ich auch schon. Warte mal, dann machen wir mal ein paar Suppen. Und dann überlege ich, ob ich runtergehe mal oder zum Sambo hochgehe oder nach Gostovia. Ich brauche dringend hier noch Leute irgendwie, die ich anwerben muss. Ah, das ist alles irgendwie, jetzt muss ich erstmal hier wieder reinfinden. So, was haben wir jetzt? Da haben wir noch 42 Fleisch. Ich mache jetzt mal 100 Suppen. Das ist der Tag wahrscheinlich schon wieder rum, ne? Ich nehme mal 100. Da habe ich noch 42. Das heißt, wir brauchen noch 58. Ich glaube, ich werde erstmal ein paar Suppen machen. Na, Herrschaftszeiten. So. Für eventuelle Bewohner. Wo ist unser Haus? Also hier gibt es momentan nur 2 Bewohner und meine Frau und mein Sohn. Mehr ist hier noch nicht. Und dann will ich jetzt heute noch ein Haus bauen und nochmal sehen, dass da Leute rankriegen. Aber jetzt werden wir erstmal 100 Suppen kochen. Damit die Bewohner erstmal versorgt sind. Und da das nicht vergammelt, dürfte das ja eine ganze Zeit lang reichen. Dann müssen wir jetzt auch bald noch gar nichts anpflanzen. Das passt ja ganz gut. Weil ich eh keinen Dünger habe. Na gut, ich koche mal die Suppen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, die letzten Suppen laufen jetzt durch. Ich bin jetzt am Überlegen, was ich mache. Also dieses jede Jahreszeit nur einen Tag, das stresst irgendwie ganz schön. Ich habe gedacht, dadurch, dass wir jetzt ja so unsterblich sind und alles machen können, wäre das ein ganz gemütliches Spiel. Aber dass wir jeden Abend wieder nach Hause gebeamt werden, das ist schon irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss ich mich jetzt echt zusammenreißen, dass ich mich davon jetzt nicht stressen lasse. Weil ich will ja, dass die Zeit schnell vorangeht, ne? Dass meine Frau schnell wieder einsatzbereit ist und so. Na gut. Aber jetzt haben wir Suppe gekocht. Ist der Sommer schon wieder fast rum. Jetzt werde ich... Einen Teil der Suppe mache ich da jetzt rein für die Bewohner. Ich sag mal so die Hälfte, 50 Suppen müsste ja eine Zeit lang erstmal reichen. Den Rest behalte ich, den kann ich verkaufen. So. Und dann dachte ich mir, was haben wir denn hier eigentlich so? Haben wir noch irgendwelche Rundholz auf Lager eigentlich? Habe ich noch Rundholz? 3 nur noch? Echt? Ich habe das Gefühl, ich habe so ewig viel Bäume gefällt. So, den Flachshalm bringen wir jetzt mal in eine Näherei. Ich muss mal gucken, wo ist denn hier was eigentlich da? Den packen wir jetzt mal hier rein. Den können wir dann irgendwann mal verarbeiten zu Leinenfaden. Aber habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. So, dann würde ich sagen, jetzt baue ich erstmal ein paar Häuser. Damit das hier vorangeht, damit wir uns Leute holen können. Und zwar wollte ich jetzt hier so eigentlich die Häuser so in Sumpf bauen. Ich glaube, ich finde das ganz schön, wenn die alle im Sumpf sind. Ich werde jetzt hier mal ein paar Bäumchen wegfällen und dann wird es wahrscheinlich auch gleich schon wieder Herbst sein. Das geht alles so schnell.
Aber ich wollte das ja nicht anders, ne? Machen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Platz. Ein Schäufelchen müsste ich wohl auch haben. Jo. Muss da nicht irgendwie noch ein Rundholz irgendwo hingeflogen sein? Ne, schau mal nicht. Dann bauen wir jetzt hier gleich nochmal ein Haus. Dann müssen wir auch bald mal sehen, dass wir irgendwie einen Grabungsschuppen uns anlegen, damit und irgendjemand finden, der uns Kalkstein abbaut. Damit wir die Häuser mal verkleiden können. Auf jeden Fall brauche ich so oder so, Leute. Ich meine, Feldarbeiterin werde ich nicht brauchen, da ich da mit dem Dünger machen jetzt auch nicht hinterherkomme. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal das mit den Feldern außen vor lassen. Und mich erstmal um die anderen Ressourcen kümmern. Weil jetzt habe ich irgendwie 50 Suppen, das reicht jetzt erstmal. Und jetzt immer hin und her zu rennen und Dünger zu holen, habe ich jetzt irgendwie auch keine Lust. Dann warten wir lieber ab, dass wir Schweine kriegen. Obwohl, wenn wir keine Felder bearbeiten, kriegen wir natürlich auch keine Schweine freigeschaltet, ne? Man muss ja in Landarbeit irgendwie in Feldarbeit irgendwas machen, damit man überhaupt da weiterlevelt und dann auch irgendwann einen Schweinestall hat. Und den brauchen wir ja für Dünger. Ja, das ist aber auch echt alles. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Oh. Das ist ein dicker Baum. Ne, den lasse ich stehen, glaube ich. Boah, ist das ein Wahnsinnsbaum. So einen großen Baum habe ich ja noch nie gesehen. Ne, den lasse ich stehen. Der ist ja heftig. Hast du schon mal so einen dicken Baum gesehen? Ich nicht. Es gibt ja die verzweigten, die einfachen Bäume und so, aber so einen dicken habe ich noch gar nicht gesehen. Spiele ich schon so lange, aber so einen Riesenbaum? Boah, den lassen wir stehen. Gott, jetzt wird das schon wieder dunkel. Echt. Gerade angefangen zu spielen. Neues Level Gewinnung. Da gucken wir gleich mal rein. Was haben wir denn da überhaupt? Oh, ich habe ja noch keine Punkte verteilt hier. Holzfäller nehmen wir mal. Holzfäller? Holzfäller? Dass wir schneller Holz fällen können? Maultier brauchen wir ja gar nicht. Wir können ja eh jetzt schon alles tragen. Ach komm, machen wir den Holzfäller volle Pulle. So, was haben wir hier noch? Ruhige Hand geht leider noch nicht. Bogenschützen? Bogenschützen? Und hier Landwirt, wissenhafter Landwirt. Da machen wir den. Dann können wir danach dieses Vegetarier machen. Brauchen wir weniger Samen. Hier können wir noch nicht weitermachen. Was gibt es hier noch so? Überlebenssinn. Das andere brauchen wir ja alles irgendwie überhaupt nicht, ne? Weil wir sind ja stark wie eine Eiche, sind wir ja auch von sauber. Langsamer Nahrung brauchen wir auch alles nicht. Dann bleibt ja nur der Fischer, falls wir irgendwann mal ein Fischernetz machen wollen. So, und hier geht ja sowieso noch nichts. Aber das können wir ja schon mal freischalten, falls es dann mal irgendwann geht. Sonst machen wir den auch noch irgendwie. Was gibt es denn sonst noch? Fels in der Brandung, weniger Schaden, den brauchen wir auch alles nicht. Wir sind ja unsterblich. Ach, dann können wir eigentlich nur das machen. Na gut. Und das. 1, 2, 6, wir haben immer noch einen Punkt. Wo können wir denn nochmal? Ich dachte, wir wären mehr gesund, da brauchen wir alles nicht. Na, dann bleibt der Punkt halt da. So, jetzt ist es auch schon wieder dunkel. Und schon ist wieder Herbst. Eben noch Sommer, zack, wieder Herbst. Wo ist unsere Schaufel? Ah, Schaufel und Fackel gleichzeitig geht schon mal nicht. Na gut, ich wollte jetzt nicht so ewig lange machen. Ich will ja, dass die Jahreszeiten schnell rumgehen. Dann machen wir das gleich morgen früh. Gehe ich mal schlafen. Na, Frau? Das ist ja gar nicht meine Frau. So, weiter geht's. Ich glaube, ich bin im falschen Haus gelandet. Kann das sein? Nee, doch nicht. So. Was machen unsere Leute überhaupt? Die Merugneva, die macht Feldarbeiter. Feldarbeiter brauchen wir momentan gar nicht, weil wir nichts anzusehen haben, keinen Dünger haben. Die könnte jagen. Ich glaube, ich lasse sie mal jagen. Da soll die mal jagen. Jagdhütte. Oder soll sie Pilze sammeln? Ist ja jetzt Herbst, ne? Obwohl, nee, der Herbst ist ja auch gleich schon wieder vorbei. Dann soll die jagen. So. Der ist Holzfäller, das lassen wir so. Unsere Mutter macht wie immer nichts. Gut, weiter geht's. Haus bauen. Aber jetzt erstmal hier die Stümpfe weg.
Ganz ruhig, nicht stressen lassen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich das wieder so stresst. Ich denke immer so, ah, gleich ist der Herbst wieder vorbei. Aber ich meine, es kommt danach ja der nächste. In 4 Tagen ist ja schon wieder Herbst, ne? Geht ja alles so schnell hier. Nein, ich soll das nicht sonst nicht wegmachen. So, ich denke mal, hier bauen wir das nächste Haus. Das ist echt ein Wahnsinnsbaum da, ne? Den muss ich stehen lassen. Ich glaube, ich mache alle Bäume weg und lasse nur den da stehen. So, noch einer. Und dann schlängeln wir uns hier mit dem Weg so durch den Sumpf. Boah, der ist echt gewaltig, ne? Das ist der größte Baum, den ich je in diesem Spiel gesehen habe. Wenn ihr noch wisst, wo so ein Baum steht, dann sagt mir mal Bescheid. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich habe den noch nie gesehen. So. Und hier machen wir auch weg. Dass wir gleich genug Zeugs haben, um das Haus zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Steine habe. Habe ich eigentlich schon Steine gesammelt? Das müssen wir jetzt gleich mal sehen, dass wir mal doch einen Grabungsschuppen irgendwie anlegen. Dass mal einer von Steine sammelt. Was hast du denn gestern gemacht? Bäume gefällt. So schnell ist das schnelle Locken hier auch wieder nicht, ne? Ja, doch ein bisschen schneller geht es mit den Bäumen fällen. Na, zu doof, einen Baum zu vertreffen. Jetzt überlege ich, ob ich hier gleich größere Häuser mache oder irgendwie bei den kleinen Häusern erstmal bleibe. Muss ich mal überlegen. Halt, bleib hier. So, die machen wir jetzt auch gleich weg. Ich will das hier mal, ich will diesen Sumpf mal so richtig freilegen, dass hier richtig die Sonne reinscheint. Die Bärenbüsche, was werde ich lassen, die werde ich nicht zubauen. Weil die können wir immer noch gebrauchen. Das ist noch ein Rundholz. Liegt da noch irgendwo was rum? Nö. Gut. Denn. Wo bauen wir? Ach nee, hier ist noch eine. Da ist noch ein Stumpf. So, das müsste jetzt ja mal locker reichen hier für unser erstes Haus. Da sind ja auch noch welche. Kommen wir auch schon mal dabei sind. Hauen wir die auch noch weg. Das war scheinbar auch ein dicker Baum, aber ich glaube, der andere ist noch dicker. Das ist ja, das wird hier unser, oh ja, alle rundherum freilegen und das wird dieser einzige große Mammutbaum da. So, jetzt aber mal ein Haus bauen. Und zwar kann ich hier nicht, wie ich rüberziehen? Nee, hier übers Wasser wird es nicht gehen, ne? Wo bauen wir jetzt mal erstmal diese Schaufel wegnehmen? Wo bauen wir denn jetzt das erste hin? Hier so neben den Beeren, da vielleicht? Ja, geht das? Da ist das Wasser. So, flupp. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Steine habe. Ich Bretter müsste ich doch auch haben, ne? Genau, da machen wir jetzt das einfache Dach auf. Lalalala. Ich fühle mich schon wieder ein bisschen gestresst. So. Da eine Wand. Da machen wir Fenster. Ich mache das jetzt so nach Gefühl. Ich denke da irgendwie gar nicht so drüber nach, wo ich was mache. Da vielleicht nochmal eine Fenster und da noch eine Wand. So, haben wir alles? Ja. Oh, wir haben noch 78 Steine. Das könnte ein bisschen eng werden. Bretter habe ich gar nicht mehr. Also können wir noch ein paar Bretter machen. Aber vielleicht hat ja unser Holzfäller was gemacht. Mal gucken im Ressourcenlager, wie viel der so geschafft hat. Fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die hoch, ob ich das eingestellt habe. Ich mache mal gleich mal ein paar mehr. Oh, 3. Ob der überhaupt Brennholz macht oder was, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist schon ein bisschen her, dass ich diesen Spielstand gespielt habe. Muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen.
Also mein Plan ist jetzt so, glaube ich, ich werde jetzt erstmal so zwei Häuser bauen. Oder vielleicht noch ein drittes. Obwohl zwei brauchen wir ja nur da oben nach der Quest. Und dann werde ich mal durch über die Dörfer ziehen und mal sehen, dass ich ein paar Leute finde. So, da brauchen wir 24 Bretter. Oh, das dürfte sogar reichen fürs Haus. Aber da müssen wir noch mal irgendwo Steine sammeln. Für ein zweites Haus reichen die Steine nicht. Und hier sind relativ wenig Steine. Da müssen wir mal irgendwo hingehen und Steine sammeln. So, jetzt gucke ich mal, ob der Bretter gemacht hat, unser Holzfäller. So, was macht denn der so eigentlich? Wie habe ich das denn eingestellt? Der macht 50 Rundholz, 20 Stock, 15 Brennholz, 15 Brett. Mal gucken wir mal, wie das... Ach, das steht hier ja auch mit dem Brennholz, ne? Brennholz haben wir schon mal genug. Dann hoffen wir mal, dass er ein paar Bretter gemacht hat. So, 18. Na gut, ein paar müssen wir noch selber machen. Die nehme ich auch mal mit. 18, dann brauchen wir noch 2 und 4 sind 6. Also müssen wir noch 3 Rundholzbretter machen. Und dann ist das Haus fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir heute noch jemanden finden, den wir da einziehen lassen können. So. Ich möchte auf jeden Fall noch einen Grabungsschuppen haben, damit ich da die Kalksteine kriege. Damit wir die Häuser verputzen können. Das wäre so das Nächste, was ich möchte. Ding, 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 ding. Eigentlich können wir hier schon mal einen Weg hinlegen, ne? Oder machen wir das ohne Wege? Weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht mache ich auch gar keine Wege hier, sodass man hier immer so lang geht. Weil über den Sumpf kann man ja, glaube ich, sowieso keinen Weg ziehen. Hm, mal gucken. Oder ich baue noch ein Haus einfach aus Rundholz. Muss ja nicht alles aus Stein sein, ne? Oder ärgere ich mich dahinter? Ach, weiß ich auch nicht. Da sind sie ja so unzufrieden, weil es nur Rundholz ist, aber über 100, über 0% sind sie auf jeden Fall. Vielleicht baue ich jetzt hier nochmal eins so aus. Aus Dings. So, mal. Ich glaube, dieses lasse ich hier frei. Hier mache ich dann nachher einen Sitzplatz unter diesem Riesenbaum. Genau, das machen wir auch. Mach hier mal die Bäume weg und mach da das nächste Haus, dass sie so völlig im Sumpf verteilt sind, habe ich mir so überlegt. Sieht bestimmt lustig aus. Der Sumpf ist ja relativ groß und vor lauter Bäume kann man das ja gar nicht so richtig sehen. So, machen die auch noch weg. Müssen wir hier mal Licht reinkriegen. Ich knall jetzt hier alle Bäume weg. Den ganzen Sumpf wird jetzt hier planiert. Na, was war das denn jetzt? Na, wird's denn gehen? So, dann können wir den mal auch gleich wegnehmen. Ach, ich glaube, ich baue mal ein Haus aus Rundhölzern. Ist ja auch mal ganz neckisch, ne? Müsste ja auch gehen. Muss ja nicht immer alles aus Stein sein, nur weil es geht. Ne. Mein Gott, ist mir die ganze Folge nur am Fällen hier. Na, dann ist das halt so. Muss ja erstmal sehen, dass man den Kram hier rankriegt. Ich möchte jetzt auch keinen Cut machen, sondern Motto, ich habe. Könnte ich auch machen, ne? Wenn ich das zu viel wird mit der ganzen Fällerei hier, könnte ich natürlich auch mal sagen, ich mache da einen Cut und gehe mal eben kurz den ganzen Sumpf planieren. Wir sehen uns dann wieder. Damit das nicht eine ganze Folge nur mit Fällen wird hier. Ich weiß es nicht. Andererseits finde ich zu viele Cuts auch blöd. Ich überlege noch, ob ich das mache. Weil so wird die ganze Folge ja nur aus Bäumen fällen. Ist ja auch langweilig zum Zugucken. So, das machen wir jetzt auch noch alles weg hier. Hä? Hallo? So geht der nicht weg. Doch.
Der war ein bisschen widerspenstig. Hier auch noch einer irgendwo? Na, das sieht doch schon mal nett aus hier, ne? Da haben wir schon mal ein bisschen Platz. So, jetzt ist die Frage, wo stellen wir das nächste hin? Also da, wo dieser Baum ist, da will ich so eine Sitzecke machen. So ein Dorfmittelpunkt sozusagen für die Bewohner. Ich glaube, da stelle ich das nächste Haus hin. Ich will jetzt mal einfach so wild verteilen hier. Da kommt noch ein Haus hin. Da so? Obwohl, können wir auch mal wieder eins von vorne machen, so gedreht, ne? Finde ich ja auch immer ganz schön. Den Stein würde ich aber gerne behalten. Ach, schade. Na gut, dann ist das halt so. So, dann brauchen wir dieses Hämmerchen. Und dann, da war die Tür, dann müsste die andere, warte mal, einen Moment überlegen. Da ist die normale Tür, dann ist da die Kiste, dann muss hier die Tür hin. Genau. Dann muss da, kommt jetzt ein Fenster hin. Dann machen wir jetzt mal ein Holzrost raus. Warum nicht? Und da kommt das hin. Ach nee, ich wollte doch Holz. Holz und hinten machen wir Fenster. Da noch eine Wand. Kommt da so ein Blockhaus jetzt mal hin. Jetzt alles richtig angestellt. Da kommt auch Holz hin. Da kommt Holz hin. Und hier oben wieder die Bretter. Da muss ich ja gleich nochmal Bretter holen. So. Ich glaube, jetzt habe ich alles, ne? Holzwand, Holzwand, Holz, Holz. Holz, 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 Holz. Jo. Die sieht gut aus. Das ist schon klasse, ne? Wenn man mal eben kurz so ein Haus fertig zimmern kann hier so. Einfach mitten reingestellt, so düng, 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 fertig. Das macht schon Spaß. Also immer nur diese Steinhäuser ist ja auch langweilig auf Dauer. So, jetzt brauchen wir nur noch 24 Bretter. Die machen wir uns mal eben. Und dann ziehe ich mal los und hole Leute. Ach, hier sind ja auch noch. Die kommen auch weg, die Baumstümpfe. So, der auch. Ich glaube, den Baum hier vorne mache ich auch weg. Ich will hier mehr Licht haben. Der kommt auch weg. Sonst bin ich ja immer so, möchte ich ja immer rundherum Bäume haben. Aber hier möchte ich jetzt mal eine freie Stelle haben. Das will ich jetzt mal alles schön hell haben. Hier den Sumpf freilegen. Dass man richtig, aber eigentlich finde ich das auch unrealistisch, dass im Sumpf so viele Bäume wachsen. Vor allem, die wachsen ja hier teilweise auch im Wasser, ne? Das ist ja auch irgendwie nicht normal. Im Sumpf wachsen da überhaupt Bäume? Oder ist das nicht mehr irgendwie so frei? Was ist da? Ich weiß es auch nicht. So, dieses eine Haus machen wir noch fertig und dann gehen wir mal los, ob wir noch Leute finden. Ist auch schon wieder gleich Mittag. Das passt ja ganz gut. Wir werden ja abends, wie gesagt, immer zurückgebeamt. Dann gehe ich mal zu meinem Lieblingsdorf hier, Baranica, wo ich sowieso immer so gerne hingehe. So, den noch weg. Ding, 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 ding. Schon klasse, wenn man so viel tragen kann und sich da gar keinen Kopf drüber machen muss. So, habe ich jetzt noch irgendwo Rundholz rumliegen hier, das ich vergessen habe? Nee. Das ist schon ganz schön hell hier. Ich glaube, den einen mache ich auch noch weg, da bei unserem Haus. So, dann brauchen wir, was habe ich gesagt? 12 auf jeder Seite, also 24. Und schon ist fast wieder die erste halbe Stunde rum. Nur ein paar Bäume gefällt und ausgebaut. Aber diese Folgen mache ich ja sowieso mal ein bisschen länger. Da ja alles irgendwie ein bisschen anders ist hier. Also die Hasenwiese ist immer so irgendwie so um die 35, 40 Minuten. Und hier mache ich immer so eine Stunde. Keine Ahnung warum.
Aber meistens, aber die wird ja sowieso immer nur samstags. Die veröffentlichen fast immer samstags. Das ist so die samstagsabends Superheldenfolge. Keine Ahnung, habe ich mir so überlegt. Nun mach doch mal. Da, da, la, la, la. Da, la, la. So, dann aber, jetzt können wir 4 Leute holen. Achso, wenn ich das fertig habe, ist ja auch die Quest da erledigt. Dann bin ich ja mal gespannt, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich habe so und so viele Bewohner oder so. Schade, dass es hier nicht verbunden ist. Das fände ich schön, wenn es alles so verbunden wäre. Hier ist auch nichts zwischen, ne? Nee. Achso, ein Holzhaus ist ja auch hübsch, ne? Finde ich. Man müsste da oben am Giebel noch so kleine Fenster machen, ne? Das wäre auch schön. Vielleicht kommt das ja auch mal. Das würde mir auch gefallen. Wenn hier oben so ein kleines Fenster wäre. So, ein Neuankömmling. Habe mindestens 5 Bewohner. Habe mindestens 5 Arbeiter. Jo, machen wir. So. Das sieht doch schon mal nett aus, ne? Ich glaube, jetzt den einen machen wir auch noch weg. Obwohl, dann weiß ich wenigstens, wo mein Haus ist. Das ist ja mein Haus. Nee, den lasse ich stehen. Sonst vergesse ich nachher, wo ich wohne. So, dann gehen wir jetzt mal über die Dörfer dahin. Und schauen mal, ob wir jemanden finden, den wir zu uns locken können. Dum, didim, dum, didim. Oh, dieser Sumpf ist so schön. Ich werde es komplett über den Sumpf bauen. Hier verteilt die Häuser. Jetzt werde ich mal darauf achten, ob ich noch so einen dicken Baum finde. Ich glaube, ich meine, ich habe noch nie so einen dicken Baum, hohen Baum gesehen, wie der da mitten im Sumpf. Das sind eigentlich keine Tiere hier. Haben wir eigentlich schon dieses Dings schon? Aber glaube ich noch gar nicht, ne? Den Fährtenleser. Aber ist ja geil, wir sind ja eh unsterblich, so gesehen. Ist das ja wurscht. Die, 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 die. Ach, den Weg hatte ich gebaut, ne? Ach ja, genau, das fiel mir ja ein. Das habe ich in einem anderen Spielstand festgestellt. Den mache ich dann auch mal wieder weg. Wenn man einen Weg baut, so mitten in diese Gegend, ne? So wie ich das hier gemacht habe. Was total praktisch war, als man ja oben noch nicht hier so dieses Fähnchen setzen konnte, damit man die Orte findet. Dann verschwinden in der Umgebung die Tiere. Das heißt, also dieser Weg verhindert, dass hier Tiere auftauchen. Deswegen mache ich den jetzt mal wieder weg. Deswegen ist das nämlich hier gerade so tierlos. Leider ist das so. Schade, weil ich diese Schnellstraße eigentlich ganz schön finde. Die hatte ich ja in dem im Hasenspiel, der Hasenwiese-Spiel auch gemacht. Aber na gut, jetzt kann man ja oben so einen Pin setzen, dass man da hinfindet, wo man hin will. Und da braucht man das eigentlich nicht mehr. Vorher habe ich das ja gemacht, weil ich mich immer verlaufe. Ach ja. Wer keine Arbeit hat, macht sich Wäsche. Und da ist mir dann auch aufgefallen, da waren plötzlich die ganzen Tiere weg. Da, wo der Weg war. Das ist natürlich doof. Wenn man dann irgendwann mal jagen will und dann tauchen keine Tiere mehr auf. Ist schon ärgerlich. Deswegen knallen wir den mal wieder weg. Ist der auch noch Weg? Nee. So, jetzt muss ich mal gucken, wo der da auf der anderen Seite weiterging. Auf der anderen Seite war ja auch irgendwie noch Weg, den ich gezogen habe. Wie finde ich den jetzt wieder? Also wenn man jetzt hier guckt, hier sind ja nichts, ne? Keine Tiere, keine Rehe, keine Hasen, gar nichts. Alle weg und das kommt von dem Weg. Schade. Da ist er noch. Da geht er weiter. Dann machen wir den halt wieder weg. Hab ja sonst nichts zu tun. Ach, hier sind noch 2. Na gut, okay. Rund um Baranika sind sowieso keine Tiere. Also direkt um den Dörfer sind ja auch immer keine. Irgendwie hat man da so, sobald man was baut, entsteht so eine Art Schutzzone, wo dann keine Tiere mehr sind. Ich fände das schön, wenn die Tiere auch so
unabhängig davon, ob man baut und nicht auch so mit ins Dorf kommen würden. Ich weiß nicht, in echt würden die es ja wahrscheinlich auch machen, ne? Obwohl, nee, ich glaube, die Wildtiere in echt... Na doch, wohl, bei mir laufen auch immer Rehe und so vor der Tür rum. Naja. Aber das machen wir auch alles weg. Das ist ja auch eine Arbeit für Doofe hier. Ziehen war wir. Deswegen war es wesentlich einfacher als das Wegmachen hier. Oh, wie weit geht der noch? Herrschaftszeiten. Den ganzen Wald hier planiert. Obwohl, es hat ja auch schon so was Meditatives hier so um. Ja, auch das noch. Oh, gut, dass ich so viel Hämmer gemacht habe. So, jetzt haben wir es aber. Wo ist das Baranika da? Dann hoffen wir mal, dass wir jemanden finden. Ich glaube, ich nehme jetzt alles, was da kommt. Ich werde da gar nicht so groß auf die Werte gucken, oder? Ah, mal gucken, vielleicht. Huch, bist du nur für einer? Sambor? Du bist mal nicht der Sambor, oder? Hallo, bist du der Sambor? Oder heißt du nur so? Nee, der heißt auch Sambor. Das ist ja jetzt ein bisschen seltsam, ne? Dass es hier auch einen Sambor gibt. So, Leute, ich bräuchte mal ein paar Leute, die für mich arbeiten. Was haben wir denn hier so? Du bist doch schon ganz neckisch. Feldarbeiter. Abbauen kannst du auch ein bisschen. Müsste aber einen haben, der ganz vorne eine 3 hat. Haben wir aber nicht. Aber Alruna hört sich gut an. Alruna finde ich gut. Alruna. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir so gegangen? Hm. Hast du einen Moment Zeit? Frühe Vogel. Hm. Hast du einen Moment Zeit? Jagd eingestiegen? Oh. Hast du einen Moment Zeit? Ach, Mist. So, wen habe ich noch? Ingrid, aber wie ist dir? Warum zappelst du so? Das wäre ein Jäger. Hast du einmal Zeit? In die Jagd eingestiegen. Hast du einmal Tabs? Oh ja, da hat er. Hast du einmal Zeit? Ah, Feldarbeit findet er bestimmt doof. Moment, warte mal. Jetzt mal in Ruhe. Feldarbeit. Hat er eine 2? Hast du eine Zeit? Hat er Job? Na ja, geht noch so. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Irgendwie, irgendwas hat meine A-Tante da, meine Alexa da irgendwie gesabbelt. Was redet die denn jetzt dazwischen so? Dann nehmen wir dich nochmal. Hast du einmal Zeit? Wie ist die. Ach ja, Feldarbeiter war das, ne? Wie ist es dir so ergangen? Mein Gott, ich will jetzt mal einen haben. Gewänder. Klatsch, tratsch. Oh, der ist gut. Aubert. Komm zu uns. Jo, einen haben wir schon mal. So, der ist da jetzt drin. Wie geht mir die Musik gerade auf den Nerven? Hört sich so an, als sie so doppelt spielt. Oh, der ist gut. Der kann craften. Den können wir auch für irgendwas gebrauchen dann. Den nehmen wir auch. Hast du einen Moment Zeit? Frühe Vogel, hast du einen Moment Zeit? Ist die Arbeit? Oh, der geht auch schon. Zack. So, jetzt kann ich, muss ich jetzt darauf achten. Jetzt habe ich nur noch Platz für Frauen, ne? So, mal gucken. Jetzt haben wir hier. Einfaches kleines Haus. Da ist, ja, da sind jetzt 2 Männer drin. Das heißt, jetzt brauchen wir noch 2 Frauen. Alruna, du wolltest nicht, ne? Oh, die hätte ich schon gerne. Hast du einmal Zeit? Nee, die wollte nicht mehr. Schade. Hm. Ich brauche jetzt noch mal dringend 2 Frauen. Dann gehen wir da hinten mal rüber. Zwei Frauen für unsere Männer. Also aufs Alter achte ich jetzt nicht mehr, weil ich habe festgestellt, das spielt überhaupt keine Rolle, wie weit die altersmäßig so auseinander sind. Also egal wie viele Jahre, weil manche gesagt haben, da dürfen irgendwie nur 4 Jahre zwischenliegen, damit die Kinder kriegen. Nee, ist nicht so.
Ich könnte natürlich jetzt auch überlegen, ob ich einfach noch mehr Häuser baue und erstmal nur Männer hole, weil Männer ja alleine keine Kinder kriegen. Wäre ja auch gar nicht so ganz dumm. Aber andererseits will ich ja auch mal jetzt wirklich mal erwachsene Kinder haben. Und das geht halt ohne Mütter nicht. Ich weiß es nicht. Super, da sitzt nur ein Mann. Ein Jäger. Sonst ist hier keiner, echt nicht? Wir können ja schon mal mit dir reden. Schönes Wetter heute. So eine Zeit. Wie ist es dir so ergangen? Klatsch und Tratsch. Na gut, du bist eh ein bisschen zickig. Na gut. Dann gehen wir wieder nach Hause. Auf dem kurzen, einfachen Weg. Kleines Feuerchen und dann lassen wir uns zurückbeamen und dann sehen wir mal. Na gut, zwei Männer haben wir ja. Ist ja schon mal nicht schlecht. So, können wir schon Feuer machen? Da halt, da geht's. So, zack, und schon sind wir zu Hause und es ist Winter. Mann, die Zeit vergeht hier. Ich weiß gar nicht, wie alt unser Kind jetzt schon ist. So. Was mache ich jetzt mit den Neuen? Ich glaube, ich werde jetzt mal einen Grabungsschuppen machen. Die können wir den auch in den Sumpf stellen eigentlich. Ich glaube, ist auch egal, ne? Obwohl hier gar kein Stein so zum Abbauen ist. Warte mal, wo wohnt denn der? Wo wohnt denn? Das hätte ich mir mal merken sollen, wo welcher wohnt. Das ist so schade, dass man jetzt hier beim Haus nicht gucken kann, wer da wohnt. Das muss man jetzt immer raten. Und hier oben, dass jetzt, da ich im Sumpf bin, hier auf der Karte sehe ich das ja auch nicht richtig. Wenn ich die Häuser anklicke, die verschwinden da so. Warte mal, das letzte Haus, was ich gebaut habe, war das Holzhaus. Und da ist Stomia drin. Gut, dann ist Stomia in dem Holzhaus. Und der kann gut abbauen. Ist das hier abbauen? Nee, das ist Kräften abbauen. Nee, Aubert, der kann gut abbauen. Also gut ist relativ, also mittelgut. So, dann ist hier der Aubert drin. Und dann bauen wir dem jetzt den Grabungsschuppen direkt daneben. Dann hat der einen sehr kurzen Dienstweg. Kann ich noch gar keinen Grabungsschuppen machen? Das ist ja doof. Ich kann ja noch gar keinen Grabungsschuppen machen. Pass auf, dann kriegst du jetzt erstmal eine Holzfällerhütte und wir machen danach einen Grabungsschuppen. Ach nee, das sind ja die Bären, da wollte ich ja nichts nebenbauen. Das kann ich ja gar nichts nebenbauen, da vielleicht? Ich wollte ja nichts auf die Bären. Ach doch, da geht es. Warte mal. Kriegen wir das da so neben? So. Ach, das ist ja unser großer Baum, da wollte ich ja einen Sitzplatz machen. Ah, Mann, das passt ja alles nicht so, wie ich das haben will. Hä? So, dann machen wir da erstmal einen Holzschuppen hin. Da müsste ja der da arbeitet, da wohnt, da arbeiten jetzt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und der andere könnte ja dann einen Hühnerstall kriegen. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt war... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer das war. Ich glaube, der Aubert war das, genau. Und der soll jetzt im... Holzschuppen arbeiten. So, und in dem Holzschuppen da machen wir jetzt mal nur Rundhölzer und ein paar Bretter. So. Ja. So, das ist das. Und da wohnt ja jetzt der Stomia, ne? Dem könnten wir so ein Hühnerhaus geben. War der nicht irgendwie Feldarbeiter? Stomia, wo bist du? Da? Ah, nein, zwei ist besser als ein... Oder, warte mal, kann der jagen vielleicht? Nee, dann mache ich den als Jäger. Und Mirugniva als Hühnerfrau. Ja, beides sind zwei da.
Der kann craften, aber zum Craften habe ich ja jetzt irgendwie noch gar nichts. Ach, erstmal baue ich da. Wer bist du? Bist du halt, warte mal, halt, wer bist du? Wer bist du? Bleib stehen. Stomir, genau. Stomir ist da. Und wenn ich hier die Yachthütte hinbaue, dass der die dann auch daneben hat. Warte mal, was der kann. Das Einzige, was er gut kann, ist craften. Nee, die Schmiede könnte der später machen. Ach, ich baue die Schmiede daneben. Das ist überhaupt die Idee. Da baue ich später. Wie ist das überhaupt mit so einem Gehäuse? Gebäudelimit. Oh, da ist noch viel offen. Gut, der kann gut craften. Dann kriegt der nachher eine Schmiede. Na, wo ist denn jetzt hier craften? Schmiede. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Da. Der kriegt die Schmiede. Direkt neben sein Haus. Was ist daneben? Dann haben die alle so ihre Arbeitsstelle direkt neben dem Haus. Das finde ich gut. Da können wir auch mal so ein bisschen schräg machen, ne? Aber geht nicht? Doch. So. Der kommt in die Schmiede, aber wir haben ja noch gar kein Eisen. Aber irgendwann haben wir ja Eisen. So, die Mirugniva, die wohnt da vorne. Das war ja die mit die Feldarbeiterin. Kann ja dann nur noch, da ich da wohne, kann die ja nur hier wohnen. Und die kriegt jetzt den Hühnerstall. Ich finde das einen guten Plan. Dann haben die nämlich da. Und der andere Holzfäller, der arbeitet ja da in der Holzfällerhütte. Und sie arbeitet hier im Hühnerstall. Dann müssen die alle nicht so weit laufen zur Arbeit. So, mal gucken, wie machen wir das mit dem Hühnerstall? Machen wir den da direkt ran? So vielleicht. Direkt ran geht ja irgendwie immer nicht. Oder machen wir den hinters Haus? So vielleicht. Ich möchte immer gerne hinter dem Hühnerstall so eine Palisadenwand früher oder später machen, weil wenn man da durchguckt, ist das immer so ein komischer Grafikfehler. Wenn man hier durchguckt, dann sieht das immer so komisch aus. Immer ein bisschen heller als in echt. Obwohl hier im Sumpf geht es noch, aber wenn man das vom... Oh! Vom Fluss macht, sieht man das mehr. Oh, Grabungsschuppen. Warte mal, Grabungsschuppen. Grabungsschuppen. So, Grabungsschuppen. Wo sehen wir jetzt mal? Den wir erstmal fertig in den Hühnerstall. Da kommen wir mal erstmal fertig. Dann brauche ich ja jetzt noch jemanden für einen Grabungsschuppen. Läuft gerade, finde ich. Oh, es ist rund und schon wieder alle, echt? Ich hab doch eben so viele Bäume gefällt. Wo sind die alle hin? Das ist ja ein bisschen doof. Oh, hier sind ja auch noch Bäume. Die können wir auch mal mitnehmen. Die kommen auf mich. Wo müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt alle Bäume wegmachen, können die Holzfäller denn überhaupt noch was fällen? Obwohl, die gehen, glaube ich, ziemlich weit, ne? Gehen ja ziemlich weit rein, so in den Wald. Gucken wir mal. Wie sieht das überhaupt aus mit Brennholz? Ist gerade Winter. Boah, sieht gut aus. Jetzt überlege ich gerade, ob man das nicht mal vernünftig einstellt. Und zwar, die brauchen 1,7 pro Stunde, die Brennholz. Und jetzt gucke ich mal im Holzschuppen. Der macht Brennholz. 0,2 pro Stunde. Also der macht weniger, als sie brauchen. Gut, dann ändern wir das mal eben kurz. Dann nehmen wir hier mal die Bretter raus. 1,7 müsste der eigentlich machen. Da komme ich nicht hin. Hm, das ist ja doof. Warte mal. Muss der jetzt nur Brennholz machen? Nee, ach Quatsch, machen wir nicht. Nicht. Komm, ich mache halt Brennholz, halb Rundholz. Und notfalls mache ich halt Brennholz selber, wenn das knapp wird. Und im Sommer verbrauchen sie ja nicht so viel. Lassen wir das so. Der macht das. Und der macht Rundholz und Bretter. Macht gar keiner Stöcker mehr, ne? Warte mal, dann machen wir hier mal 60 und 20 Stöcker. Weil sobald die anfangen mit Zäune ziehen, brauche ich viel Stöcker. So. Das finde ich gut. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Kann ja immer noch nachjustieren, wenn es wieder neue Leute zukommen, dann brauchen wir wieder mehr Brennholz. Wenn wir Holzfäller mehr haben, brauchen wir wieder weniger und so weiter. Das ist irgendwie...
Kann man sowieso nicht so genau ausrechnen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob die jetzt im Winter mehr Brennholz verbrauchen als im Sommer. Oder ob das so ein Durchschnittswert fürs Jahr ist. Ich weiß es nicht. So, fertig? Fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Borovo. Wenn wir Glück haben, finden wir nicht nur Hühner, sondern vielleicht auch noch eine Frau, die einen Grabungsschuppen dann macht. So, ab nach Borovo. Da unten. Vielleicht sind da ja ein paar Leute. Da müssen wir hin. Nehmen wir den weg. Wo ist Borovo? Wo ist denn das da? Da? Ding, 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 ding. Oh, liegen hier viele Stöcker rum. Ich könnte schön den ganzen Tag Stöcker sammeln hier. Aber ich werde mich jetzt zusammenreißen. Können wir auch da gleich ein paar Suppen verkaufen. Müssen wir wahrscheinlich sowieso. Und ein paar Flachssamen, damit ich mir die Hühner überhaupt leisten kann. So zwei Küken vielleicht. Die da sind. Die vermehren sich jetzt ja auch die Hühner. Es werden ja von selber mehr. Wieso ist denn das schon wieder so hektisch? Mann, ich muss ja echt mal mehr Ruhe reinbringen. Das ist so schwierig mit diesem Ein-Tages-Rhythmus. Da werde ich so hektisch. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Eigentlich habe ich gedacht, dadurch, dass man ja so unbesiegbar ist und nichts essen muss, dass das total entspannend ist. Aber im Gegenteil. Ein bisschen ärgerlich. So. Mal gucken. Oh, sind aber auch keine, sind auch keine Frauen? Echt? Wo sind die ganzen Frauen hin? Eine ist da. Eine. Jadwiga. Oh, die haben wir schon auf 60%. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir so ergangen? Ach, schade. Frühe Vogel. Klatschtratsch. Moment. Moment nochmal. Jetzt muss ich mal überlegen. Ach, im Winter kann man das immer ganz schlecht sehen, hier mit dem schwarz, mit dem weißen Hintergrund. Was steht denn da bei der? Die ist, kann jagen. Ach, gar nicht. Abbauen, noch abbauen eine 2. Fällt aber ganz schwer einzuschätzen, was die. Ach, warte mal, die hat bei Diplomatie eine 3. Dann findet die Klatsch-Tratsch bestimmt gut. Klatsch-Tratsch? Findet sie nicht gut? Ah! Verdammt, hätte ich jetzt gerne gehabt. Der habe ich mir jetzt gerade versaut. Ist hier noch eine Frau? Nee. Ida, komm, ich verkauf dir mal ein paar Suppen. Wie viel bringen die? Oh ja, 700. Und ein paar unreife Beeren hätte ich dann noch. Und dann hatte ich doch noch den hier. Und schon bist du pleite. Macht mir ja mal nichts. So, jetzt machen wir den Falibor noch. Bist du hier irgendwo? Wo bist du? Mich ärgert, dass ich das mit der Jadwiga mir gerade versaut habe. Also die sollte ich mir auf jeden Fall merken. Die ist gar nicht schlecht, die Frau. Ah, doof. Wo ist denn der Falibor eigentlich? Da unten. Gut. Gibt's Küken? Ah, sind Küken. Da nehmen wir mal. Was ich jetzt mal testen will, eins, ob man Nachwuchs kriegt, wenn man jetzt nur weiblich, ich nehme jetzt mal kein männliches Küken, das will ich jetzt mal wissen, ob man mit nur weiblichen auch Nachwuchs kriegt, weil ich habe sonst immer ein männliches, ein weibliches, aber scheinbar hier liegen ja die Hühner, die Hähne auch irgendwie Eier, ne? So, ich nehme jetzt mal nur zwei weibliche. Und jetzt brauche ich noch jemanden für den Hühnerstall. Wer bist du? Bist du auch eine, die mitkommen würde? Nee. Vielleicht kriegen wir da drüben in Gostovia jemanden. Braucht ja jetzt jemanden für den Hühnerstall. Das ist ja echt doof. Wo sind denn die ganzen Frauen hin? Komm, ich habe noch ein paar Flohsamen für dich. Bitteschön.
Ob ich Leder auch mal verkaufe? Irgendwie mache ich aus Leder ja nie was, ne? Ich weiß auch nicht. Ach, noch nicht. Und dann haben wir ja ein bisschen Geld. Ich gehe dann mal wieder. So, dann gucken wir mal, ob wir da drüben eine Frau kriegen. Ich weiß immer nicht, wer dieses Klatsch-Tratsch gut findet. Ich glaube, es sind die Feldarbeiter, finden das gut. Aber die hat eine Diplomatie, eine 3. Da müsste sie doch eigentlich gerne sammeln. Obwohl, diesen Wert für Diplomatie habe ich ja noch nie so richtig verstanden. Wofür der gut ist. Ich glaube, das ist für später, wenn man jetzt so irgendjemand braucht im Lebensmittellager und Ressourcenlager, so ein Kaufmann da, dass das dann interessant ist. Naja, egal. Ich will jetzt eine Frau haben für meine beiden Männer. Das sind doch schon mal das eine Frau. Oh, oh, du bist ja klasse. Dich will ich haben. Doch, jetzt mache ich mal speichern. Notfalls lade ich nochmal neu. Die will ich haben. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Findest du gut? Hast du einen Moment Zeit? Warte mal, vergiss es. Jetzt gehen. Ich mache speichern. Die will ich unbedingt haben. Die hat nämlich hier eine 3 beim Abbau. Oh, die hat ja überall nur 3. Die will ich haben. Ingada. Hast du einen Moment Zeit? Feldarbeit? Findest du bestimmt doof. Klatsch, Tratsch? Findest du wahrscheinlich auch doof. Da sagt sie nix. Jagd? Nein, hat sie auch nicht. Wie ist der gegangen? 97? Hast du eine Zeit? Oh! In Garda, die muss ich mir unbedingt merken. Ich komme morgen früh wieder und dann will ich, dass du mitkommst. Die finde ich toll. Ja. Und nu? Jetzt kann ich mich ja gar nicht zurückbeamen. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Schaffen wir das noch vor Abend darüber? Ist auch so doof, jetzt sieht man ja nicht mehr, wie viele Leute da sitzen. Früher konnte man das immer sehen. Mir fällt gerade ein, habe ich eigentlich schon eine Spitzhacke? War ich schon in der Mine? War ich nicht, ne? Pass auf, dann flitzen wir mal eben nach Hornika runter. Oder will ich schon wieder zu viel? Alternativ könnte ich jetzt zurücklaufen, aber das will ich nicht. Nee, pass auf. Wir gehen jetzt nach Hornika runter. Gucken mal, ob wir das noch schaffen heute. Verkaufen habe ich ja eh nichts mehr. Oh, 800 Meter, echt, das ist ja echt weit. Ich will jetzt aber mal keinen Cut machen. Ich will das jetzt mal so einfach in eins durchspielen, ohne dass ich jemanden Schnitt mache. Ding, 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 ding. Huch. Die nächste Folge wird dann auf jeden Fall sehr viel ruhiger werden, weil dies ist mir jetzt hier echt zu hektisch. Das ist ja meine eigene Schuld, ne? Warum spiele ich so hektisch? Aber irgendwie, das auch nicht. Tschu. Kann man da rüberspringen? Tschu. Tschu. Naja, nicht so ganz. Nicht so wirklich. Ding, 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 ding. Mann, das ist aber echt ganz schön weit. Ach, im Winter ist die Gegend ja schön, ne? Ich habe immer so das Gefühl, wenn man so durchrennt, dann trifft man gar keine Tiere, ne? Tschup. Ah doch, das ist vielleicht ein paar. Du, du, du. Was war da? Da eben Wasser? Achso. Hm. Ach ja, das ist ja die Wolfsecke hier, ne? Da habe ich jetzt aber auch keine Zeit und keine Lust zu auf Wölfe. Hä? Was war das denn eben? Ein komisches Geräusch eben so. Hui.
Kann man sich übrigens verletzen, wenn man so einen Berg runterfällt. Ist mir auch schon mal passiert. Ich auch so durch die Gegend getrödelt und plötzlich bin ich so einen Berg runtergefallen. Habe ich auch genug Geld für so eine Spitzhacke? Fällt mir da gerade ein. Naja, werden wir gleich sehen. So, ich bräuchte denn mal eine Spitzhacke und eine Frau. Habt ihr sowas hier? Wo sitzen hier die Leute denn? So. Das brauchen wir erstmal. Was sind denn hier die Leute? Die haben hier umgebaut, ne? Da muss man jetzt sowieso erstmal nachdenken. Leonard ist da. Jan suche ich. Den Jan mit der Spitzhacke. Na? Ulrika? Helga? Was ist er denn? Da ist er nicht, da ist er nicht. Da ist ein Beutel. Helga ist da drin. Carolina, Leonard, ich suche den Jan. Ulrika. Da ist er. Wo denn? Da hinten eben. Da war ich doch eben. Dachte ich. Oder nicht? So, da ist er. Hallo Jan. Ich hätte gerne mal so eine Spitzhacke. 440 können wir uns sogar noch leisten. Das ist ja schön. Annehmen. Brauchen wir noch irgendwas von dem? Ich hätte auch gerne eine eiserne Axt, aber die müssen wir so selber bauen. Nee, mehr brauche ich nicht. Ich wollte nur die Spitzhacke. Achso, kann ich dir noch was verkaufen eigentlich? Was haben wir denn hier? Der Bogen kann eigentlich weg. Weil mit dem mag ich eh nicht schießen. Um 35. Na gut, komm weg. Ich schieße sowieso lieber mit dem langen Bogen. So, die Taschen können eigentlich. Ach nee, falls ich jetzt doch noch selber sehen muss. Hölzerne Hacke. Da kann ich mir auch neue Taschen nähen. Komm, die können weg. Steinpfeile bringen nichts. Denkst da, da. Bisschen Johanniskraut vielleicht. Nö. Sonst habe ich nichts. Und tschüss. So, da saßen doch eben Frauen. Eben saß da doch noch eine Frau. Ach, da. Ach, Ulrik. Ulrik ist ein Mann. Ey, denn mit den Frauen ist aber echt schwierig hier, ne? Mann. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt ganz gemütlich nach Hause. Und wir sehen uns da morgen wieder oder das nächste Mal wieder. Weil das ist jetzt schon eine ziemlich lange Folge und ich habe das Gefühl, ich bin hier heute völlig hektisch am Rumspielen. Das muss auf jeden Fall nochmal ruhiger werden hier mit diesem Spielstand. Na Fuchs, findest du auch. Da genießt man nochmal ein bisschen diesen Winter. Ich gehe jetzt gemütlich nach Hause und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn. Ciao.